Im letzten Video habt ihr gesehen, wie Jonas sein Essen in der Mikrowelle aufwärmen wollte und wie die Mikrowelle dann auf einmal angefangen hat zu brennen. Jonas hat richtig reagiert, direkt den Notruf gewählt und die Feuerwehr gerufen und danach seinen Vater aus dem Arbeitszimmer geholt. Doch was passiert, nachdem ihr den Notruf gewählt habt, bis die Feuerwehr bei euch ist? Das seht ihr jetzt. Der Notruf von Jonas geht in der zuständigen Leitstelle ein, wo ihn ein Leitstellendisponent entgegennimmt. Feuerwehr und Rettungsdienst, in welcher Stadt ist der Notfall? Bergstraße 20. Während des Gesprächs mit Jonas notiert er alle wichtigen Informationen, die die Feuerwehr braucht. Okay. Hier sind noch Personen im Gebäude. Okay, dann hol bitte deinen Vater, dann geht er bitte vor die Tür, er schickt die Kollegen. Nachdem er diese Informationen aufgeschrieben hat, alarmiert er die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr über ihre Funkmelder. Okay, super. Die Kollegen sind unterwegs, gell? Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erhalten die Alarmierung über ihren Melder, den sie die ganze Zeit bei sich tragen. Der Alarm erreicht sie beim Sport, beim Zocken oder wenn man gerade nach Hause kommt. Hallo, ich bin wieder da. Hallo. Oh, ich muss zur Feuerwehr. Tschüss. Sofort unterbrechen sie ihre aktuelle Tätigkeit, um zur Hilfe zu eilen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr ist die Feuerwache nicht den ganzen Tag besetzt. Bei einem Alarm kommen die Feuerwehrleute aus dem ganzen Ort und begeben sich mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß auf dem schnellsten Weg zur Feuerwache. Bei der Feuerwache angekommen, ziehen sich alle schnellstmöglich ihre persönliche Schutzausrüstung an und besetzen die Feuerwehrautos, mit denen sie zum Einsatzort fahren. Auf den Feuerwehrautos befinden sich die Materialien, die sie benötigen, um in ganz verschiedenen Situationen helfen zu können. Auf der Fahrt zum Einsatzort zählt jede Sekunde. Daher sollen Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger immer Platz für die Feuerwehr machen. Nachdem ihr die Feuerwehr gerufen habt und euch aus dem Haus begeben habt, ist es wichtig, dass ihr draußen auf euch aufmerksam macht. Die Feuerwehr weiß dann, wo sie hin muss und verliert keine Zeit beim Suchen der Hausnummer.